geheimen Ausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück! Mit anderen Worten, ich muss jetzt meine... Erstmal nehmen wir jetzt die Bildkarte. Woo! Yeah! Bam! Das war sogar eine goldene. Die ist bestimmt um einiges wert. So, jetzt gucke ich mal. Sag mal, gibt es jetzt immer noch dieses Portfolio der Magiekarten? So, 1 von 25. 25 gibt es. Hier äußere ich mich mal gleich überhaupt nicht, ob ich jetzt alle einsammle, bevor ich wieder Leute enttäusche. Das war beim letzten Mal nicht ganz so optimal. Gucken wir mal. Ah, Folio Magie. Da kann ich auf jeden Fall... Tatsächlich, es gibt 7... dessen Name nicht genannt werden darf. Wer könnte das wohl sein? Das ist wohl Voldemort. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt uns Dumbledore angucken. Albus Dumbledore, geboren, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragen, Fragezeichen. Mann, bin ich perplex. Gegenwärtiger Schulleiter von Hogwarts. Nein, Hogwarts. Gilt als einer der größten Zauberer der jüngeren Geschichte. Das ist wohl wahr, soweit ich mit meinem Wissen heranreiche. So, ich gehe jetzt zu meiner ersten Unterrichtsstunde erstmal durch den Hintereingang. Macht bestimmt einen guten Eindruck, so muss das. So will ich das sehen, Harry. Immer schön dem Lehrer zeigen, wer hier der König ist in Hogwarts. Ich glaube, das wird jetzt... Oh Mann, das ist richtig schön deutsch ausgesprochen. Das muss man einfach mögen. Hogwarts. Oha. Oh, oh, oh. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy. Du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Niemals. Das sind meine Kumpel Crabbe und Goyle. Sie sind auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. Beängstigend. Wahrlich eine beängstigende Vorstellung hier. Ich muss auch sagen, super interessant, wie seine Gestik war schon, ja, nicht von schlechten Eltern. Und außerdem wurde... Ich habe das Gefühl, ich werde mich jedoch hier über die Synchronisation ziemlich viel lustig machen. Denn Draco, der gute alte Draco Malfoy. Nicht Draco, nein, Draco. Ja, Draco aus Hogwarts. So, da ist wahrscheinlich so eine ominöse Dealerin, die ich schon kenne. Bin ich mir nicht ganz sicher. Und da hinten ist Finch, der gute alte Hausmeister. Wir standen ihm am Besuch an. Hallo. Walter Potter, halte dich vor diesem Korridor fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. Moment, das heißt, der verbotene Korridor ist hier im dritten Stock und in selbigen habe ich auch Unterricht. Das gibt, wenn man das mal mit dem Film vergleicht, den ich nur kenne, ich habe die Bücher nie gelesen, echt überhaupt keinen Sinn. Aber gut, mir soll das egal sein. Ich rede jetzt erstmal mit ihr hier. Na? Hallo Harry, ich bin... Ach, das ist Hermine! Ach, sag bloß! Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Okidoki. Ey, danke, Hermine. Du siehst aber anders aus, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll mir recht sein, aber naja. Oh, da ist er. Da ist er. Auf den habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Professor Quirrell. Egal. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo-Zaubers gegen schwarze Magie schützen. Ey, Quirrell, er ist so cool. Das ist das Symbol für den Flippendo-Zauber. Halte die Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Lass dann die Maustaste einfach los. Das klingt nach einer Aufnahme, die ich hinkriegen kann. So, Moment. Oh, wir haben Zeit. Okay, das ist ein bisschen... Wow, das ist, ich muss jetzt eine Art G zeichnen und das sieht verdammt lustig aus bei mir. Vielleicht... Nein! Oh, mir wird jetzt gezeigt, wie ich mein G gezeichnet habe. Oh, ist das scheiße. 72% der Note. Cool. Du bist noch ziemlich unsicher, Harry. Übe weiter. Okay, jetzt muss ich mich mehr konzentrieren. 5 Punkte für Gryffindor. Geil, wir sammeln die ersten Punkte. Mach weiter, Harry. Versuche es nochmal. Okay, wir werden jetzt hier ordentlich reinkloppen, weil wir Professor Quirrell stolz machen wollen. Ah, das sieht doch schön aus. Ich fühle mich wie im Kunstunterricht. Na also, komm, das war jetzt schon professionell, würde ich sagen. Ja, 1% besser. Ich sollte versuchen, mehr im Inneren zu bleiben. 10 Punkte für Gryffindor. Ey, geil.
versuche, etwas schneller zu werden, Harry. Das ist kein guter Rat. Mein Problem war eher, dass ich nicht im Kreis drinne war. So. Ja, das sieht doch gut aus. Professionell wie eh und je. Ja, 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 ja. So, das sieht... Das müsste jetzt mal 80% sein. Komm, 80% sind drinne. 97%. Ich bin der Meister. Danke, danke. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. 15 Punkte für Gryffindor. Dankeschön. Und nochmal, Harry, zeig uns, was du kannst. Muss ich jetzt 100% schaffen, oder was? Okay, dann wollen wir jetzt nochmal hier Hand anlegen. Verdammt, das ist echt unangenehm, muss ich sagen. Nee, das wird nix. Merke ich jetzt schon. Ja, das wird auf keinen Fall mehr als 95%. Da habe ich ordentlich verkackt, oder? Ja, 96, okay, okay. 1% mehr, gut. Ich soll mich auch irren. Das war brillant, Harry. Danke, danke, danke. 20 Punkte für... Ich krieg die Punkte ohne Probleme, kein Problem. Sehr schön. 50 Punkte für Gryffindor. Das finde ich super. Fängt schon mal gut an, das Jahr. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flippendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Kein Problem. Geht los. Wie im Teil des... Ah, ich weiß nicht, wie ich das immer ausdrücken soll. Wie in der Kammer des Schreckens darf ich jetzt wieder Aufgaben machen, um den Zauber anzuwenden. Die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Okidoki. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Wird gemacht. So, wie im letzten Teil der Kammer des Schreckens dürfen wir jetzt hier wieder Aufgaben vollführen. Moment. So, okay, ich muss gerade dazu stehen, sonst funktioniert das nicht. Und hey, so. Wenn wir übrigens einen Zauber anvisiert haben, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns nicht mehr bewegen können, habe ich das Gefühl. Das ist ja mal ziemlich anders, als ich eigentlich das Spiel, was heißt in Erinnerung hatte, als es im letzten Teil war. Und wie oft ich das heute schon gesagt habe, ist unglaublich. Ja, das kenne ich alles. Flippendo-Zauber auf den Schalter an der Wand an, um die Tür zu öffnen. Du kannst den Flippendo-Zauber auf alle möglichen Dinge anwenden. Probier es doch mal bei diesem Kessel. Wirf ihn einfach um, Harry. Okay. Oh Mann, wieso mache ich mich lustig über Stotterer? Das ist ja gemein. Gemeingefährlich bin ich hier. Huja! Das hat nicht gesessen. So. Ey. Ich habe hier übrigens auch kein Zeitlimit, was ganz interessant ist. Finde ich ganz nett, ehrlich gesagt, so bei der ersten Aufgabe. Da kann ich ein bisschen Schwachsinn in machen und dabei dummes Zeug labern, wie ich es so gerne tue. Interessant ist übrigens, dass im Gegensatz zu... nein, ich sag's jetzt nicht. Ihr wisst schon Bescheid, dass hier der gute Quirrell mitkommt. Und wir nicht einfach alleine durch die Flure laufen müssen. Nein, wir haben jetzt hier professionelle Unterstützung. So, wir müssen jetzt einfach nur alle Sterne sammeln. Damit komme ich klar. Ich bin schließlich immer noch Indiana Harry, der gute alte Meister. Muss ich hier irgendwas... Nein? Soll ich einfach durchlaufen? Ach so, Sache an. Okay. Mann, bin ich blöd. Man kann es nicht auch schwieriger machen, als es eigentlich ist. Das tue ich tatsächlich sehr gerne. So, hier alle total unauffälligen Schalter drücken. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Tatsächlich kommt er doch nicht mit. So muss das. Ich kann also doch noch ganz schön viel Schwachsinn erzählen. So. Ich mag das Level-Design soweit eigentlich. Huah! Epischer Schrei beim Runterfallen. Das Level-Design wirkt bis jetzt auf mich ganz interessant. Muss ich schon zugeben. Da ist der nächste Stern. Sehr schön. Und die Musik ist durchaus interessant. Finde ich super. 2 Sterne. Wir haben jetzt aber gar keine Anzeige, wie viel ich tatsächlich brauche. Oh. Hallo, kopfloser Nick. Hallo, Harry Potter. Ich bin der fast kopflose Nick, der Hausgeist von Gryffindor. Hallo. In diesem Buch kannst du das Spiel speichern. Wenn du es berührst, wird das Spiel automatisch gespeichert.
Wenn deine Energie auf Null abgesunken ist, fängst du an der Stelle wieder an, an der du zuletzt gespeichert hast. Im Hauptmenü kannst du ein zuvor gespeichertes Spiel laden. Auf Wiedersehen. Das finde ich ganz schön gemacht, dass dieser zufällig auftauchende Geist von Gryffindor uns erklärt, wie das funktioniert mit dem Speichern. Das war damals noch anders gelöst, das wurde mit einer Erzählerstimme gelöst, wobei die auch ziemlich cool war, fand ich. Naja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier eine Pause. Wir wollen das Ganze ja nicht zu ausreizen für die ersten 2-3 Parts. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Und in diesem Sinne, wir sehen uns bei weiterer Harry Potter Action. Bleibt mir treu. Ich hoffe, euch freut das, dass ich damit jetzt angefangen habe. Ich gebe ordentlich Gas in den nächsten Parts und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Geil!